Einer der Lotteraner Pokalhelden, Benedikt Fernandes, der den entscheidenden Elfmeter in der Schlacht gegen Leverkusen hielt und danach einen Krampf bekam, hieß Sportfreunde heute gegen Fortuna Köln Favorit. Und auch heute spielen es die am Dienstag noch von Krämpfen geplagten direkt steil nach vorne Luka Tankulic. Er versenkte ja am Dienstag den letzten Elfer. Nach einer guten halben Stunde legt die Fortuna den Respekt vor der Pokalsensation Lotte aber ab. Damani, super Pass auf Kauli, Oliveira, Sousa, Langlitz kratzt den von der Linie. 0:0 zur Pause. Blick auf den im Pokal so ramponierten Rasen, der beim dritten Heimspiel in 7 Tagen nicht besser wird. Und die Frage, wie lange hält die Kraft nach der 120-Minuten-Schlacht gegen Leverkusen? Köln wird besser, das ist Damani, Hamdi Damani. Der spielte für die Fortuna schon in der 5., 4. und 3. Liga. Derzeit spielt er die Saison seines Lebens. 0:1, 51. Minute. Danach rennt Lotte an, aber die Kölner halten dagegen zu heftig. Christopher Theissen in seinem ersten Saisonspiel hatte schon gelb, zu Recht gelb-rot, 86. Nur 4 Minuten später dezimieren sich auch die Sportfreunde, der eingewechselte Granatowski ebenfalls mit der Ampelkarte. Wieder 10 gegen 10 und Lotte kämpft weiter auf der letzten Rille. Die Nachspielzeit mit dem Baller, fast mit dem Kölner Eigentor. Aber die Fortuna rettet das 0:1 über die Zeit, gewinnt überraschend gegen die etwas ausgepumpten Lotteraner Pokalhelden.